Hey Leute, ihr wundert euch vielleicht, warum ich so einen mega schönen Hut aufhabe. Oh Gott, das ist ganz schön hell. Und wo ich hier überhaupt bin. Wenn mich der Hut nicht an irgendjemand erinnert, dann vielleicht. Den anderen Hut habe ich jetzt nicht da. Dann vielleicht dieser Stock mit dem Alkohol dran und der Klinge. Auch nicht. Aber ich würde sagen, spätestens jetzt müsste jedem klar sein, in welchem Haus ich mich befinde. Und die Tour geht los. Hey Leute, ich bin an einer ganz, ganz besonderen Stelle in Australien. Es geht um einen Film, der von Walt Disney gemacht wurde. Der hat jahrelang darum gekämpft, diesen Film in die Tat umzusetzen. Und es stammt von einem Buch. Und das Buch, ja, ist nicht von Disney erschaffen worden, geschrieben worden, wie auch immer. Die Schriftstellerin selber hat sich sehr, sehr lange dagegen gewehrt, dass sie das nicht so haben möchte. Und ja, ich stehe jetzt vor dem Haus, wo alles passiert ist, wo das Buch geschrieben wurde. Und ja, es ist halt ein riesen Zufall gewesen, dass ich hierher gekommen bin. Es handelt sich um Mary Poppins Haus. Also die Schriftstellerin selber, die hieß natürlich nicht so, aber ist durch dieses Buch halt sehr, 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 sehr berühmt geworden. Und Walt Disney wollte das unbedingt umsetzen und hat jahrelang dafür gekämpft. Schaut euch den Film einfach mal ein, auch an. Saving Mr. Banks heißt der Film. Und der eigentliche Film dazu, worum er die ganze Zeit gekämpft hat, ja, Mary Poppins. Ich würde sagen, wir gehen mal rein. Wir könnten nämlich da reingehen. Das ist ja das Geile daran. Ich dachte die ganze Zeit, man kann irgendwie nur von draußen so ein bisschen Fotos machen oder so, aber nein, es ist wie ein Museum. Also, gehen wir mal rein. Ist die Frontterrasse? Hier hat die Tour begonnen. Hier hat uns die Dame erklärt, dass das hier alles noch original ist. Es wurde halt nur neu gestrichen, glasiert und so weiter, laminiert, dass man das auch noch lange erhalten kann. Ja, das ist das erste Wohnzimmer. Das ist der Safe. Ich habe den Film leider schon lange nicht mehr gesehen. Ich hätte mich eigentlich nochmal vorbereiten müssen und den angucken müssen, bevor ich hierher komme. Also beide Filme. Geht das Licht an? Ah. Dass jetzt hier alles dann wirklich drin gestanden hat, das weiß ich nicht. Aber hier sind durchaus Originalteile. Der Computer vielleicht nicht. Obwohl. Das ist ein ganz besonderer Raum. Hier seht ihr auch schon das Plakat. Mr. Banks. Und uns wurde gesagt, dass der Mann sehr viel getrunken hat. Aber er hat immer seine Arbeit verrichtet.
Koffer. Sie hat uns aber auch gesagt, dass hier viele Sachen ersetzt wurden, secondhand. Viele Sachen sind aber auch noch original. Manches musste aber einfach ersetzt werden. Kinderzimmer? Das ist Metall. Da wurde es auch gesagt, weil die Frage halt aufkam. Also ich habe die Frage gestellt, weil mich das interessiert hat, ob das auch noch original ist. Und ja, ist es. Es wurde zu der Zeit in den Krankenhäusern eingesetzt. Okay. Ich muss ein bisschen entschuldigen, dass das Bild vielleicht ein bisschen verwackelt ist. Aber mein Gimbal hat einen Geist aufgegeben. Also, besser gesagt, die Batterien. So, das war das Schlafgemach. Und wenn wir schon mal hier sind, das ist der Flur. Wir sind da reingegangen und das hier ist der lange Flur. Ja, das Haus sieht von vorne eigentlich gar nicht so groß aus. Wenn man reinkommt, denkt man sich dann auch so, boah. Ja, den Regenschirm, den Omni. Ja, das kleine Regenschirm haben sich die Mädels gerade schon geschnappt. Den kann ich euch nicht zeigen. Muss ich später machen. Ja, das Ganze ist in Alora, Australien. Und gebt ihr einfach mal ein Mary Poppins Haus Alora und dann findet ihr das schon. Also wer in Australien ist und wer diesen Film gesehen hat und den Film sehr schön fand, beide Filme, und unbedingt mal das Haus sehen möchte, da sollte ich auf jeden Fall mal vorbeigehen. Hey. Okay, noch ein Schlafraum. Und jetzt sind wir am anderen Ende des Hauses und das Bad selber, das wurde durchaus nachgebaut. Ja, gleich alles extrem neu. Aber was cool ist, dass es offen ist und kann quasi die Vögel und die Schmetterlinge reinlassen, wurde mir gesagt. I tell about the butterflies, what do you say? So the birds and butterflies can come in. Originalteile. Töpfe. Und was uns gesagt wurde, daran kann ich mich zum Beispiel auch nicht mehr erinnern, dass Mr. Banks, der hatte einen Topf mit nach Hause gebracht, mit einer Pflanze drin, die im Garten eingepflanzt werden sollte. Und ich habe auch nochmal nachgefragt, ich hoffe, sie lügt mich nicht an. Das hier ist wirklich der originale Baum, den damals Mr. Banks mit nach Hause gebracht hat. Für die, die das Buch nicht gelesen haben, ich habe das Buch auch nicht gelesen, ich habe nur durch Saving Mr. Banks wusste ich das alles, dass
die Schriftstellerin, ich komme leider nicht mehr auf den Namen, das tut mir gerade echt leid, dass die Schriftstellerin ja quasi über sich selber geschrieben hat. Also, ja, Mary Poppins ist sie. Und sie hat halt über ihr eigenes Leben ein bisschen berichtet. Hier ist es zum Teil auch original, aber zum Teil auch neu. Also da wurde mir auch gesagt, okay, hier ist jetzt zu 50-50. Zum Beispiel der Ofen da hinten, der ist nicht mehr original. Es wurde ja alles aufgebrochen und neu gemacht. Das hatte ich noch nicht gesagt, das wurde mir auch gesagt, dass im Wohnzimmer, da war ein riesen Brandfleck und die Dielen und so, das musste dann auch alles neu gemacht werden. Also hier ist schon ziemlich viel Arbeit dahinter, aber viel Original ist geblieben und ja, wie gesagt, das ist auf jeden Fall wert, sich das anzugucken. Ich muss ein bisschen leiser jetzt sein, weil ich bin zwar so ziemlich alleine hier, also zwei Mädels sind noch da. Dann die Führerin, also die uns durchs Haus geführt hat mit ihrem Ehemann. Ich meine, der ist hier irgendwo in der Nähe und ist fleißig am Bauen. Und ja, deswegen wollte ich jetzt nicht so laut sein. Ich hoffe, ihr habt mich verstanden. Habt mich ordentlich verstanden. So, ich laufe hier gerade so noch im Garten rum. Der wurde ja im Film nicht so wirklich gezeigt. Es wurde an verschiedenen Stellen gefilmt, weil die konnten nicht 300 Darsteller und was man alles hinter der Kamera braucht, konnten sie nicht einfach mal hier mit hernehmen. Und deswegen haben die in Florida, ich hoffe, ich habe es richtig verstanden, haben die in Florida dort was nachgebaut, in einem Studio nachgestellt und haben es dann dort halt gefilmt. Ja, jeder, der Disney-Fan ist, der weiß, Florida, das ist Neo Orlando und da ist Disney World und ja, da hat der Herr seine meiste und letzte Zeit verbracht, bevor er von uns gegangen ist. Uns wurde auch noch gesagt, dass vor kurzem hier noch Pferdestall und alles war und das vor ein paar Monaten sogar. Aber die wohnen hier nicht wirklich, die beiden. Die haben hier noch ein anderes Haus, die haben das Haus gekauft für 200.000, was meiner Meinung nach extrem billig ist. Weil ich meine, das ist ein Generationsgeschichtenhaus und das ist einer der größten Geschichten auf der ganzen Welt, meiner Meinung nach. Also klar, es gibt natürlich ganz viele andere Geschichten und sowas, die dann vielleicht irgendwie historischer sind, aber das ist halt einfach Kindheitstraum. Also die Geschichte dahinter so. Eigentlich ja mehr so für die Älteren so, aber ich bin der Meinung, wenn man dann selber irgendwann Kinder hat und die den Film sehen, die werden ihn genauso schön finden. Ich kann es auf jeden Fall immer noch nicht so ganz glauben, dass ich hier bin und kann es auch nicht glauben, dass ich so viel Glück hatte, dass mein Bauchgefühl mir gesagt hat, hey, guck doch mal, was in Alora so passiert, wenn du hier schon zwei Wochen bist auf der Farm und ein bisschen arbeitest und so. Und dann stand da auf einmal Alora, Mary Poppins Haus. Und ich dachte erst so, hey, was ist denn jetzt los? Hammer. Okay, ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt. Und es werden auch noch Fotos folgen. Wahrscheinlich wird das Video viel später kommen. Die Fotos werden schon längst bei Instagram drauf sein oder so. Das ist noch ein Ding. Habe ich nämlich nicht gefragt. Da könnt ihr mir vielleicht helfen.
Aber das sieht doch aus wie das Auto, mit dem Mr. Banks gefahren ist, oder? Oder nicht? Ach, ich hätte den Film echt vorher nochmal gucken sollen. Das ist schon wieder eine ganze Weile her, wo ich den gesehen habe. Das ist ein Nachbau. Also, das wurde nachträglich dazu gebaut. Also, das gehört nicht wirklich zum Haus. Bei dem Pool, da hat sie gesagt, der wurde neu restauriert. Aber den Pool hatten sie tatsächlich. Können wir mal die andere Seite rumgehen? Gefunden. Man könnte es sehen. Da ist er. Ich hoffe, euch hat die Tour gefallen. Also zumindest für die Leute, die es wirklich interessiert, dass hier das Originalhaus steht in Alora, Australien. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch. Oh, ich mag das eigentlich überhaupt nicht, sowas zu machen. Aber ja, ich werde es auch nochmal posten auf den Seiten, die es vielleicht wirklich interessiert. Wenn euch das Video gefallen hat, auch wenn es ein bisschen lange geht und ich das jetzt so weit wie möglich ohne Schnitt mache, damit ihr wirklich alles sehen könnt. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt und ihr habt viel gesehen. Ich wiederhole es gerne nochmal. Alora, sorry. Alora in Australien. Also einfach das eingeben und am besten noch Mary Poppins Haus und dann findet ihr alle Informationen. Wer in Australien ist, wer Disney-Fan ist oder halt Mary Poppins den Film in sein Herz geschlossen hat, der sollte auf alle Fälle hierher kommen. Ist nur 2 Stunden von Brisbane entfernt. Nicht mal 2 Stunden. Und ich kann es auf jeden Fall einfach nur empfehlen. So. Das war's von mir. Besucht mich auf Instagram, Facebook. Mein Name schreibe ich hier so irgendwo drunter. Ich kann es nicht sehen, ich sehe nur das Apple-Logo hier drunter. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich gehe jetzt noch mal rein und mache noch ein paar Fotos. Ach ja, Eintritt kostet 5 Dollar. Das sind 3,50 €. 3,50 € für das Haus. Fotos machen, Videos machen, darfst reingehen, du bekommst eine Führung und kannst danach noch Fotos. Ich wiederhole mich die ganze Zeit, aber das ist der Hammer. Für 3,50 €. Hallo? Also, da überlegt man doch nicht. Und so viel scheint, kann man so lange bleiben, wie man will. Also, man soll es nicht übertreiben. Und noch geiler ist, ich bin hier fast alleine. Also, man hat kein Problem, ordentliche Fotos machen und Videos. Also für mich persönlich ziemlich wichtig. Also ich weiß, ich wiederhole mich die ganze Zeit, aber ich kann es nur empfehlen. Wer hier ist, sollte auf jeden Fall hier mal vorbeischauen, wer den Film kennt und den Film in sein Herz geschlossen hat. Das war's von mir. Haut rein. Euer Hendrixer, bis zum nächsten Mal. Peace.